So, heute geht es nochmal um die Analyse von Kurzgeschichten. Und zwar wenden wir uns einer besonderen Problemstelle zu. Das ist nämlich die Sache mit dem Thema der Kurzgeschichte. Und ein kurzer Inhaltsüberblick. Der wird zum Teil verlangt, wenn man sich hinterher noch einem anderen bestimmten Gesichtspunkt zuwendet, soll man natürlich einmal die ganze Kurzgeschichte irgendwie kurz vorstellen. Das läuft letztlich auf so eine Art Inhaltsangabe hinaus. Und wir zeigen das Ganze mal an vier Beispielen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es gerade beim Inhaltsüberblick natürlich viele Unterschiede gibt, je nachdem, wie die Kurzgeschichte ist. Und darum schien uns das eine ganz gute Idee zu sein. Aber zunächst mal hier, worum es überhaupt geht. Ausgangspunkt ist die Kurzgeschichte, also der Text. Dann muss man ja normalerweise den Text vorstellen. Das ist ganz, ganz einfach. Das hätte man auch grün einzeichnen können. Dann nennt man den Autor, den Titel und so weiter. Das schafft nun wirklich jeder. Bei der Formulierung des Themas wird es schon schwieriger. Das werden wir gleich sehen. Und dann kommt dieser kurze Überblick über den Inhalt. So, das hat man früher nicht gemacht. Da hat man die ganzen Geschichten einfach interpretiert, analysiert. Und dann am Ende das Ganze zusammengefasst und so weiter. Aber heutzutage konzentriert man sich eher auf Aspekte wie die Kommunikation zum Beispiel oder bestimmte Figuren oder so etwas. Das wäre diese Detailanalyse, ne, eines bestimmten Aspekts. Sie haben es reingeschrieben, das kann der Kurzgeschichtencharakter sein oder irgendeine Aufgabe noch zum Inhalt oder die Kommunikation. Natürlich gehört da auch die Sprache grundsätzlich ja immer im Deutschunterricht dazu. Und am Ende macht man noch vielleicht noch eine weitere Aufgabe, die schon eher in den Bereich der Interpretation geht, zum Beispiel einen Vergleich mit einer anderen Kurzgeschichte, fasst das Ganze dann entsprechend am Ende noch zusammen. Das ist also der Bereich, und wir haben ja schon gesagt, dass wir eben an vier Kurzgeschichten zeigen wollen, wie man diese beiden roten Teile da entsprechend löst. So, wir haben erstmal hier den Gesamtüberblick. Die ersten beiden Texte, die können wir in unserer Dokumentation, auf die wir am Ende des Videos hinweisen, abdrucken, weil wir das mit den Autoren haben absprechen können. Die unteren beiden sind urheberrechtlich geschützt. Das ist für unseren Zweck aber insofern gleichgültig, weil wir ja sowieso nicht den Text präsentieren wollen, sondern es geht ja darum, wie man den Inhalt zusammenfasst. Und wenn wir den Inhalt hier gut zusammengefasst haben, dann reicht das für diesen Zweck natürlich auch, um das Ganze zu verstehen. Ansonsten muss man eben sehen, dass man in einem Buch oder auch sonst wo an die Kurzgeschichte rankommt. So, dann hoffen wir, dass ihr am Ende dann einen guten Eindruck habt, wie man das machen kann. Wir haben das dann jetzt so gemacht, dass wir das hier ein bisschen aufgeteilt haben, zweimal. Mal sehen, dass wir unseren Stift jetzt hier ein bisschen so einsortieren, dass wir damit arbeiten können. Ja, vielleicht so, dass, na, irgendwie kriegen wir das nicht hin im Augenblick. So, jetzt haben wir es aber, dass wir damit schreiben können, hier zumindest. So, ganz wichtig, ne, hier, es geht hier nur um eine kurze vorgeschaltete Inhaltsangabe. Ne? Danach würde dann eben die Analyse eines bestimmten Aspektes kommen, dann natürlich mit Zitaten und so. Und hier kann man eben auf die Zitate, wie wir gleich sehen werden, dann weitgehend verzichten. Das haben wir ja eben schon gesagt. So. Dann geht's los, ne? In der Kurzgeschichte Untergrundarbeit, aha, der Titel von Lars Krüsern, der Autor. So, bis dahin ist das alles ganz normal. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, und den wollen wir hier mal ein bisschen anders markieren. Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer, bei dem ein Missverständnis eine große Rolle spielt. So, das eine Auseinandersetzung ist natürlich immer eine Problematik, eine Frage. Man könnte auch sagen, die Frage, wie ein Schüler und ein Lehrer miteinander umgehen, wenn ein Missverständnis da ist. So, und jetzt kommt dann hier die Überleitung. Das Missverständnis besteht darin, da sieht man sehr schön diese Überleitung, dass der Lehrer glaubt, ein neuer Schüler hätte unter dem Tisch sein Handy für außerunterrichtliche Zwecke genutzt, während in Wirklichkeit der Schüler einen Begriff im Internet recherchiert hat. Daraus ergibt sich ein Gespräch mit viel Konfliktpotenzial, das aber nicht eskaliert, weil der Lehrer schließlich doch dem Schüler Gelegenheit gibt, den Sachverhalt aufzuklären. Am Schluss bekommt der Schüler eine Gelegenheit, das wiederholt sich jetzt hier nochmal, am Schluss auf dem Flur die Recherche, den Begriff, in Richtung eines kleinen Vortrags weiterzuentwickeln, was er nebenbei nutzt, um sich noch einen Kaffee zu gönnen, so ein kleiner Scherz am Ende. Also hier oben haben wir das Thema, hier haben wir Überleitung, wir nehmen einen Begriff aus
aus der Themenformulierung nehmen wir hier auf, Missverständnis, und dann wird kurz der Inhalt entwickelt und danach kommt jetzt die spezielle Analyse, zum Beispiel der Kommunikation oder sowas mit Zitaten und allem anderen. So, nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, in der Kurzgeschichte Wenn Schule Schule macht von Hajo Frerich, ne? So. Geht es, muss es natürlich heißen, geht es, das ist ganz gut, wenn man schreiben kann. So, dann hören wir das. Geht es zwischen einem Vater und seiner Tochter um die Frage, aha, hier geht es nicht um eine Problemstellung, Auseinandersetzung, um die Frage, inwieweit Absprachen nötig sind, aber gegebenenfalls auch wieder abgeändert werden können. Das Problem wird also hier formuliert. Und dann, die Geschichte beginnt damit, dass Nina, eine Schülerin, nicht wie abgemacht sofort aufsteht morgens, ne, als sie von ihrem Vater geweckt wird. So. Dann Abmachungen werden von ihr mit Hinweis auf den Politikunterricht, ne, als ständig neu verhandelbar angesehen. Und die Geschichte endet damit, dass der Vater diesen Grundsatz, ne, auch auf ihr Taschengeld bezieht, also überträgt, ne, dass sie um einen Vorschuss bittet, den sie für eine Schülerin braucht, bei der sie ihre Schulden bezahlen will. Auch hier, also hier oben, hier hatten wir das eher als Problemstellung, hier haben wir es als Frage formuliert, beides geht und dann kommt eine ganz normale, kurze Inhaltsangabe, bevor man sich dann den Details zuwendet. So, wir haben noch zwei weitere Kurzgeschichten. Also einmal Vater von Lilly Brett, ne, geht es darum, hier wird das ein bisschen inhaltlich, darum, dass eine Frau ihren Vater anruft und dabei aus Versehen eine falsche Nummer wählt, was am Ende ihre Sorge, aber auch ihre Liebe zu ihrem Vater zeigt. Man merkt, man kann ein Thema natürlich auch so ein bisschen inhaltlich formulieren, das ist hier so ein bisschen grenzwertig, aber deutlich werden muss, dass es hier ein Problem ist. Ne? Man könnte auch sagen, geht es darum zu zeigen, ne? Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Nur wenn wir das Video drehen, haben wir noch eine bessere Idee. Zeigen, wie ein Fehlanruf oder ein falscher Anruf, ne, zu Erkenntnissen führen kann. Und zwar nicht nur, dass man falsch angerufen hat, führt. So, sondern was die Beziehung zwischen den beiden angeht. Ja? So, ne, und hier ist es so, dass am Anfang, so, steht der Anruf, falsche Nummer. Am anderen Ende ist aber jemand, der dem Vater ähnelt, allerdings in einer vergleichsweise schwierigen Situation. Das klappt mit dem Telefonieren nicht so richtig. Die Tochter hat dann Angst, dass er möglicherweise krank ist und so weiter, macht sich Sorgen, übergibt dann das Telefon an ihren Mann. Und der klärt das dann in diesem Falle mit der falschen Nummer auf. Und am Ende haben sie dann den richtigen Vater an der Strippe. Und hier auch nochmal eine Wiederholung wieder am Ende, das kann man vermeiden natürlich, können Vater und Tochter darüber lachen. Die Tochter ist beruhigt und beide machen deutlich, wie sehr sie sich lieben. So, gehen wir zum letzten Punkt über. Das ist die berühmte Kurzgeschichte, ein netter Kerl. Das sollte natürlich da halt nicht markiert werden, aber ist egal. Geht es um einen besonderen Fall von Mobbing, bei dem am Ende die dafür Verantwortlichen in eine peinliche Situation geraten. Hier haben wir es jetzt wieder so, dass wirklich eben ein besonderer Fall, das ist die Problemstellung, der die Kurzgeschichte sich widmet. Und dann schauen wir mal eben hier. Extrem peinlich ist, ne, peinlich, also hier, das wird aufgenommen hier, das Peinliche. Überleitung ist die Situation am Anfang, vor allem für Rita, die einen jungen Mann mitgebracht hat, über den jetzt die gesamte Familie mehr oder weniger herzieht. Irgendwann platzt ihr der Kragen und sie eröffnet der Familie, dass sie sich mit diesem Mann gerade verlobt hat. Die Familie versucht nun, möglichst schnell umzuschalten und Gutes an ihm, dem jungen Mann, zu sehen. Das gelingt natürlich nur eingeschränkt und am Ende ist klar, dass sie sich doch irgendwie ein bisschen schämen, sitzen da mit gesenkten Köpfen und so weiter. Ob sie ihr Mobbing bereuen oder nur, dass sie erwischt worden sind, bleibt offen. Das heißt, auch so etwas, was hier schon von Bedeutung ist, kann man in den kurzen Überblick über den Inhalt aufnehmen. So, wir hoffen, dass das klar geworden ist, wie man eben diese beiden Probleme lösen kann. Einmal das Thema zu formulieren und zum anderen einen kurzen Überblick über den gesamten Inhalt zu geben. Wir legen die Dokumentation hier auf dieser Seite
ab. Dort eventuell kommen noch Erweiterungen, auch vielleicht Fehler, die wir noch nachträglich feststellen, die korrigieren wir dort. Ansonsten verweisen wir immer gerne hier auf dieses Dreieck unter dem Video, das dann zu weiteren Informationen führt. Dort legen wir auch Links und so weiter ab, die muss man also hier nicht abtippen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, denn es könnte sein, dass das nächste Video ja für euch wieder interessant ist. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr damit was anfangen könnt. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, euch hier an uns zu wenden per Mail, beziehungsweise per Kontaktformular. Wir wünschen euch aber auf jeden Fall viel Erfolg.